Ich bin mal ganz ehrlich, ich reviewe Filme im Internet, werde dafür bezahlt und als Filmkritiker versuche ich, alles fair und objektiv zu betrachten. Trotzdem, ich bin gerade, wenn es um Filme geht, ein extrem emotionaler Mensch. Gelungene Filme geben mir noch Tage nach dem Gucken ein ziemlich gutes Gefühl im Bauch und schlechte Filme machen mich oft einfach nur wütend. Und vor allem, wenn ich Zeit und Geld in einen Film investiere und mir dann der größte Schrott überhaupt präsentiert wird, da werde ich richtig zornig. Das hatte ich in extremem Ausmaß nach Der Knastcoach dieses Jahr und vor kurzem hatte ich das leider auch in Fantastic Four. 20th Century Fox besitzt die Rechte an Fantastic Four noch bis etwa 2024 und dann gehen sämtliche Rechte zurück an Marvel. Deswegen hat sich Fox natürlich gedacht, wir melken die Kuh, solange es noch geht und haben diese Woche den ersten Teil ihrer geplanten Filmreihe ins Kino gebracht. Leider. Fantastic Four ist einer der schlechtesten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe. In Fantastic Four spielt Miles Teller den jungen Reed Richards, der einen unglaublichen Intellekt hat und einen Weg findet, Materie in eine andere Dimension zu teleportieren. Er wird von Dr. Franklin Storm in die Baxter Foundation gebracht, einem Institut, das geniale Kinder aufnimmt, um wissenschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Zusammen mit drei anderen Schülern baut Reed eine Anlage, mit der sie sich in eine andere Dimension teleportieren, doch dort kommt es zu einer Katastrophe und sie kehren zurück mit Superheldenfähigkeiten. Nur einer unter ihnen scheint den Verstand zu verlieren. Vorweg, wer Technobabble nicht ertragen kann, sollte gar nicht erst das Geld für die Kinokarte ausgeben. Es werden so viele wissenschaftliche Fachbegriffe ohne jeglichen Sinn oder irgendeine Bedeutung hin und her geworfen, dass es schmerzt. Warum zur Hölle dann eine Kamera aber Bilder zurück in unsere Dimension projizieren kann, wird nicht erklärt, außer dass es cool fürs Drehbuch ist. Ich selbst bin sicherlich kein Genie oder wissenschaftlich in irgendeiner Weise begabt, aber was und wie in Fantastic Four über die wissenschaftlichen Prozesse gesprochen wird, und das so viel und so lang, ist ein Witz, ein unerträglicher, schlechter, schmerzhafter Witz. Und im Vergleich zu den Comics wurden viele Sachen geändert und neu interpretiert, was ich jetzt persönlich auch überhaupt nicht schlimm finde. Aber das hätte man auch so machen können, dass der Film am Ende Spaß macht. Es ist ein Superheldenfilm. Ich bin bereit, Superheldenfilme wirklich viel, zu tolerieren, was Superheldenfilme angeht. Und ich rede ja immer wieder gerne über dramaturgische Durststrecken. Für mich haben viele Filme Stellen, in denen es gut ist, wenn das Tempo rausgenommen wird, die dann aber damit übertreiben und Minuten der Langeweile erzeugen. Die ersten beiden Akte, also in etwa die ersten drei Viertel des Films, sind so, und stellt euch das mal vor, der Film Fantastic Four ist 100 Minuten lang und die ersten 75 Minuten sind zäh wie Gummi. Und warum ist das so? So gut wie jeder Film hat eine Exposition, eine Exposition. Das heißt, im ersten Akt werden die Figuren und die Welt vorgestellt. Es kann mal etwas langsamer sein und mal etwas actionreicher. In Fantastic Four sind die ersten 75 Minuten reine Exposition. Dann gehen wir über zu einem Finale, einer Actionsequenz, die den Namen nicht verdient hat. Die Art und Weise, wie der Hauptantagonist bekämpft wird, ist lächerlich und unspektakulär. Man kämpft sich durch so viel Scheiße, durch 75 Minuten Langeweile, um zu einer großen Actionsequenz zu kommen, die einfach nur furchtbar ist. Und wo wir gerade beim Hauptantagonisten sind, der berühmte Bösewicht im Fantastic Four Universum ist Doom. Und nein, das ist kein Spoiler, die Charakterentwicklung wird jedem Affen klar, der sich diesen Film anschaut. Und Doom, ach du heilige Scheiße, sein gesamtes Aussehen ist furchtbar. Er sieht scheiße aus, anders kann ich es nicht sagen. Ihr merkt schon, wie oft ich das Wort Scheiße benutze. Und wie er sich bewegt, wie er spricht, wie er seine Lippen beim Sprechen eben nicht bewegt, all das ist eine Zumutung. Ich frage mich, warum sich die Macher nie hingesetzt haben und gefragt haben, können wir diesen Doom so wirklich auf die Leinwand bringen? Ich glaube, einige haben da vollkommen den Verstand verloren, und zwar genauso wie Doom. Ha! Fantastic Four wird völlig zu Recht von der internationalen Kritik zerrissen. Hier und da wird aber Michael B. Jordan, der Johnny Storm spielt, gelobt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Sicherlich keine Vollkatastrophe, aber seine Figur trägt trotzdem viele Klischees in sich, die er einfach nicht glaubwürdig rüberbringen kann. Allgemein ist der gesamte Cast trotz so vieler talentierter Menschen eine einzige Enttäuschung. Miles Teller bleibt blass, Kate Mara wirkt irgendwie uninspiriert und lustlos und trägt eine furchtbare Perücke. Warum trägt sie diese Perücke? Und nach dem Film, noch vor den Credits, wurde übrigens ein Schriftzug eingeblendet, auf dem so in etwa stand: Dank dieses Films hatten so und so viele hundert Menschen ein Jahr lang einen Job. Das klang schon ganz nach einer Rechtfertigung. Ein Kollege von hinten rief dann auch nach vorne: Das ist keine Entschuldigung! Fand ich zwar ein bisschen arrogant, aber so ganz Unrecht hatte er nicht. Fantastic Four bekommt von mir 2 von 10 Punkten. Gut gemeinte. Denn Kameraarbeit und so weiter, das stimmt ja schon alles, aber trotzdem will ich diesen Film einfach nie
wieder sehen. Er ist voller Technobabble, langweilig, unkreativ, unlustig, schlecht gespielt, hat zum größten Teil furchtbare CGI, dieser Doom, und schafft es nicht mal beim Showdown auch nur ansatzweise zu unterhalten. Ich will hier jetzt auch gar nicht nochmal aufrollen, was für Riesenprobleme und Streitigkeiten es wohl bei der Produktion gab, vor allem zwischen den Produzenten und dem Regisseur Josh Trank. Und diese Streitigkeiten und Josh Tranks schlechte Laune und Sturheit soll sogar so schlimm gewesen sein, dass sie die Regie für einen Star Wars Film verloren hat. Die ganzen Probleme merkt man im Film auf jeden Fall in jeder Sekunde an und ich kann nur davon abraten, für Fantastic Four Geld auszugeben. Und leider ist Fantastic Four auch keiner der Filme, die so schlecht sind und sich selbst mit einem Augenzwinkern erzählen, dass sie wieder charmant und cool sind. Nein, Fantastic Four nimmt sich bierernst und scheitert einfach auf jeder denkbaren Ebene. Wollt ihr mehr Kritiken sehen? Vor einiger Zeit lief Ant-Man an. Das war jetzt auch nicht der beste Superheldenfilm aller Zeiten. Das war kein Guardians of the Galaxy oder sowas. Aber er war immer noch eine Zillionen Mal besser als Fantastic Four. Klickt einfach mal hier, um zu dem Video zu kommen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf die Filmfabrik.